Moin zusammen und willkommen zurück zur Definitive Edition von Outward. Wir haben... Nein. Warte. Stopp. Falsch. Kein neues Spiel. Wir haben letzte Folge uns einen Pilz besorgt aus der Blasenhauthöhle. Da haben wir auch einen riesigen Troglyten getroffen. Den kannte ich gar nicht. Ist ja auch ein bisschen her, dass ich Outward gespielt habe. Und, wir sind bei zwischenzeitlich 200 Silber gewesen. Ich habe aber was gekauft und jetzt haben wir keine 200 Silber mehr. Es ist Nacht. Und als allererstes müssten wir mal eine Runde schlafen. Heute ist angesetzt, im besten Falle mal eine Stammesgunst uns zu besorgen. Ja, und dafür, weiß ich auch im Normalfall schon, wo ich lang muss, glaube ich. Kann ja auch sein, dass sie was dran geändert haben. Erstmal jedoch... Oh, das hat nicht gereicht mit dem Schlafen. Mein maximales Leben ist noch nicht voll. So, nochmal. Gucken wir mal, ob das jetzt reicht. Na, komm schon. Ja, guck mal, das hat jetzt gereicht. Ist zwar jetzt schon ziemlich... 7 Uhr morgens, das geht ja noch. So, ist zwar jetzt ein bisschen später, aber... Warte, die können weg. Das kann ich verkaufen. Jetzt mal erstmal kurz hier wegsortieren. Ich glaube, das Zelt kann erstmal weg, weil wir gehen jetzt noch nicht weiter weg. Und da werden wir Zelte oder sowas überhaupt noch nicht benötigen. Ich kann aber neuen Fleischeintopf machen. Halt, das will ich behalten. Neuen Fleischeintopf machen, denn... Okay, und neue Verbände. Maximale Ausdauer. Gegengift brauchen wir eins. Moment, lass mich mal kurz sortieren. Ja, die packe ich einfach erstmal rein, dann können wir später verkaufen. Das sieht in Ordnung aus. Hm. Fleischeintopf, denn wir haben nur noch einen. Wie viel Fleisch haben wir? 4. Salz. Ja, Salz. Dann gehen wir mal kurz runter. Machen ein paar Fleischeintöpfe. Vorige Folge hatten wir noch die, Ui, da ist aber am Donnern. Das hat richtig rumort. Hä? Ach, und ein Gemüse brauche ich. Nämlich Kabären. Hatten wir noch die dunkle, weiß ich nicht was, Rüstung? Lass mal nachschauen. Die hier? Die helle, prachtvolle Rüstung. Habe ich jetzt gegen diese blaue Rüstung hier getauscht, denn hier habe ich dann noch 8 zusätzlichen Taschenplatz. Den nehmen wir mal eben raus. Und wir brauchen Gemüse. Da. Wunderbar. So, dann kann ich direkt schon mal Verbände. 1, 2, 3. Passt. Und jetzt machen wir unten halt ein paar Fleischeintöpfe. Yum, 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 yum. Lecker Fleisch. 2 Stück. Und Gabärenmarmelade. Warum Gabärenmarmelade? Darum. Gabären gibt es ganz viele. So, hiervon brauchen wir aber nicht 5 mitnehmen. Es reicht ja nicht, wenn wir 3 haben. Das kann alles in unseren Stash. Und ansonsten sind wir, glaube ich, dann jetzt so fertig, ne? Das kann noch hier hoch. So. Jetzt weisen wir noch das Feuer, diesen Feuerlappen hier in einem Schnellslot. Und zwar 2. Passt. Und das hier mache ich auch auf E. Oh, das wollte ich auf E packen. Passt, wunderbar. Dann können wir schon wieder los. Ich hatte ja gesagt, wir machen erstmal noch weiter mit den Stoffhandschuhen, aber ich bin stark am Überlegen zu wechseln, weil mir die Wucht von denen nicht gefällt. Die haben nämlich nur 9 und die sind fast im Eimer. Ah, ist nicht schlimm, die sollten erstmal noch reichen. Ich werde mal überlegen, ob wir vielleicht dann auf... das kann man gehen. Mal gucken. Erstmal geht es jetzt an eine andere Stelle. Da habe ich schon was zu gezeigt, bin aber dann mittendrin umgedreht. Denn es gibt nicht nur einen Weg raus aus der Stadt, sondern ganze 2. Man sollte diesen Weg hier aber erst nehmen, wenn man schon mit dem Torwächter geredet hat, sonst gibt man keinen, kriegt man keinen Skill. Ja? Deswegen bin ich den noch nicht gegangen. Weiter. Und deswegen sehen wir den erst jetzt. Also, hier hatte sich ja dann irgendwann mal... Ach, das habe ich schon aufgehoben. Genau, hier war es am Blinken und hier oben geht es dann im Endeffekt weiter. Ich meine, hier sind auch zwei Gegner. Mal eben schauen. Ja genau, Troglyten. Guck mal, wenn er nicht gebufft ist von so einem Dude, ist der ganz schön schwach. Ah, das Holz kannst du behalten. Aber es ist hier, glaube ich, noch ein zweiter irgendwo unterwegs. Wollen Fleisch-Eintopf essen. Hör ich da jemanden tapsen? Ich glaube, ich höre da jemanden tapsen. Ja. Da läuft wer. Wo ist er? Ah, da ist er. Bäm! Zweiten Trockenblüten erledigt. Wunderbar. Und damit haben wir dann, glaube ich, auch alle Gegner hier in der Höhle schon erledigt. Mehr sind hier, denke ich, nicht. Wir bleiben aber wachsam. Kann sich ja was geändert haben. Alter, die Musik, die ist so ein bisschen gerade wie in Nordmar. In Nordmar von Gothic 3. Wenn man da ganz oben in der Eiswüste unterwegs ist. Okay, hier ist nichts. Und hier ist jetzt ein Schild. Achtung, wenn du weitergehst, landest du in der Wildnis, bis du deinen Weg ins Dorf zurückfindest. Das ist nicht schlimm. Den Weg sollte ich noch kennen. So. Wunderbar. Einmal zur Halbinsel gehen. Gegner lassen sich erfassen. Du kannst sie dann besser ins Visier nehmen. Insbesondere mit Fernkampfwaffen oder Fähigkeiten. Das habe ich schon automatisch gemacht und wird ja auch direkt gezeigt, sobald man einen ersten Gegner trifft. Da wird ja die Tab-Taste angezeigt. So, den brauchen wir jetzt nicht mehr anmachen. Und schauen wir mal. Irgendwo an diesem Strand hier ist nämlich, glaube ich, jemand verletzt. Sind hier irgendwo Fische? Keine Fische? Doch, da vorne sind Fische. Her damit. Sitzt der da vorne nicht? Da bei den Trümmern? Ich meine, da ist er. Muss ich nur aufpassen, da ist nämlich so ein komischer Mantis. Den will ich eigentlich jetzt noch nicht bekämpfen. Vor allem nicht mit den Stoffhandschuhen, die sind echt nicht so gut. Also, die sind für leichte Gegner, die wenig Standhaftigkeit haben, sind die gut. Also, die normale Troglyten, easy peasy. Aber dickere Gegner, ich glaube, da sind die echt nicht. Ich kann mich nicht bewegen. Michael Aberdeen. Fangschreckenkrebs hat mich erwischt. Ich glaube, er hat ein Loch in meinen Bauch gerissen. Hilf mir bitte, bevor er zurückkommt. So, wir können ihm einen Gesundheitstrank geben, aber auch einen Verband. Und ich habe nichts dabei. Aber wir nehmen den Verband. Davon habe ich viel mehr als von den Gesundheitstränken. Ich spüre, dass es wirkt. Ach, Elad sei Dank. Ich werde hier nicht sterben. So, und topfit. Oh, du bist es, Kergo. 1000 Dank. Ich bin dir wirklich was schuldig. Ich werde mit Tante Risa sprechen und dafür sorgen, dass du eine volle Stammesgunst dafür erhältst. Autsch. Ich glaube, ich kann noch nicht nach Hause laufen. Ich werde mir einen Ort suchen, an dem ich diese Medizin wirken lasse und mich danach auf den Weg. Und mache mich danach auf den Weg, so. Genau, und hier kriegt man seine Stammesgunst her. Ich weiß ja nicht, ob jetzt zum Beispiel jemand schon angefangen hat, wieder Outward zu spielen. Da gehe ich nicht ran. Wie gesagt, den Krebs will ich nämlich nicht bekämpfen. Können wir eigentlich direkt wieder zurück, oder? Laufen wir außen rum? Ich lauf einfach mal außen rum. Denn bevor wir zurück zur Stadt gehen und die Stammesgunst einlösen, will ich zumindest nochmal ein wenig einsammeln. Warte mal, kann man hier nicht? Nein, da kann man nicht. Sind hier irgendwo Fische? Kann nicht sein, dass hier nichts ist. Kann man das nicht abbauen? Ammolit. Jo. Und da sind Fische, wunderbar. Will zumindest einen kleinen Weg außenrum machen. Welche Waffe nehme ich denn jetzt? Ich habe mir noch keine Gedanken darüber gemacht, welche Waffe ich dann nehme, anstelle der Stoffhandschuhe. Oder ich probiere einfach mal die Eisenschlagringe aus. Wir sind ja besser. Mein Stoff ist ja im Endeffekt so krass wie ein Holzknüppel wahrscheinlich. So. Da vorne sind noch Fische. Und nochmal Seetang. Können wir eigentlich gleich uns schon auf... Ah, Blausand. Blausand war auch viel wert. Sehr schön. Seetang und da vorne nochmal Seetang. Und Fische. Oh! Deswegen müsst ihr immer wenn ihr rauslauft, müsst ihr eine Fischharpune, eine Angelharpune, also hier diese dabei haben. Eine Spitzhacke und genug Platz in der Tasche. Wunderbar. Haben wir hier noch irgendwo was? Nicht? Ein Skelett. Dam, dam, dadam, 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 dam. Ba, ba, ba. Da ist noch Seetang. Okay, ich denke, wir sind weit genug. Wir sind nämlich schon ziemlich der Hälfte angekommen, oder? Wir sind keine Gegner. Ich laufe einfach mal weiter. Solange keine Gegner da sind, kann man, denke ich, einfach mal weiterlaufen. Oh, Fische. Fast übersehen. Arbeiterstiefel. Finde ich auch ständig, die Dinger. Dünn, 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 dünn. Also die Musik von Outward kann auf jeden Fall was. Die kann sich zeigen lassen. Keine Frage. Grafik finde ich auch recht schön. Nochmal Amolit. Wunderbar. Aber jedes Spiel hat ja so seinen eigenen Charme, ne? Ich meine, es gibt viele Sachen, die mir bei Gothic auch gut gefallen, besser gefallen als bei Skyrim und Sachen, die mir bei Skyrim besser gefallen als bei Gothic. Und auch die mir bei Skyrim besser gefallen als bei Outward. Aber es gibt natürlich dann immer auch so Abschnitte, wo man, finde ich, also wenn man mehrere Spiele gespielt hat, Blausand, wenn man mehrere Spiele gespielt hat oder mehrere Spiele auch spielt, dann gibt es so einfach auch mal so Momente, wo man sagt, oh, jetzt würde ich aber das gerne mal wieder spielen, weil das macht mir super viel Spaß bei dem einen Spiel. Es gab auch mal eine Zeit, da habe ich in Gothic 2 absolut nur den Anfang immer und immer wieder, ein Krebs, den will ich nicht, immer und immer wieder gespielt. Immer und immer und immer wieder. Um einfach noch besser den Anfang spielen zu können. Ich weiß nicht warum, da habe ich einfach mal an einem Tag, ich glaube, 5-mal den Anfang von Gothic 2, bis man in der Stadt ist, gespielt. Oh! Jetzt kommen die ganzen bösen Tiere raus. Der da vorne da mit seinem komischen Blätterzwirn, den will ich jetzt nicht angreifen. Der ist mir, glaube ich, ein bisschen zu heftig noch. Ich will immer C drücken für Autolaufen. Das ist nämlich ein Skyrim, das Autolaufen. Ich spiele das ja parallel gerade, die Spiele. Und man sieht gerade, ich sehe gerade, man sieht gar nicht meine Bars. Könnte ich das? Ich glaube, ich könnte das. Einen Moment. Spiel pausieren. Gleich wieder da. So. Jetzt sieht man auch die Action-Bars hier. Gar nicht drauf geachtet jetzt die letzten 2 Folgen. Jetzt sieht man auch, wo ich welche Taste belegt habe. Und wenn ich was benutze. So. Der hat die beiden Hyänen weggemacht. Das finde ich jetzt nicht gut. Ich hätte die Hyänen gerne noch geplündert. Aber ich kann mich da jetzt nicht ranschleichen. Der wird mich locker wegmachen. Oder? Nee, nee, nee. Das ist nicht wert. Das ist absolut nicht wert. Oh, aber der geht gerade ganz schön weit von denen weg. Komm, geh weiter den Strand entlang. Ich glaube, wir könnten es doch versuchen. So, mal gucken. Oh nein, er geht zurück. Och Mann, oh. Dann gehe ich da vorne zu den Gabären. Vielleicht macht er sich dann aus dem Staub. Wie hieß der nochmal? Ich meine, das ist ein Wendigo. Jetzt halt um 13 Uhr. Komm schon, hau ab. Genau, weg. Kusch, 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 kusch. So ist gut. Und jetzt noch weiter. Nein, nicht zurück. Vorne ist noch so ein kleiner Vogel, so ein Perlvogel heißen die ja, glaube ich. Ich glaube, den kriege ich da nicht weggelockt. Er hat da so seinen genauen Bereich, den er immer wieder abläuft. Können wir, glaube ich, knicken. Und wenn ich jetzt... Ah! Ist der schnell? Kann man nicht weglaufen vor dem? Ich glaube, ich bin schneller als er. Lauf! Lauf! Auch eine Möglichkeit. Lauf. Ist egal. Oh, die Ausdauer, ey. Kann ich hier hoch? Bitte, 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 bitte. Das sieht gut aus. Jetzt muss ich mal schnell einen Schluck trinken. Oh, was denn hier? Okay. Hier gibt es eine seltsame Werkbank. Wenn du herausfindest, wie man sie benutzt, könntest du hier vielleicht etwas Besonderes herstellen. Ist hier irgendwo ein Tipp und Trick oder? Interessant. Okay. Ich meine, es gibt hier über die Berge einen Weg zurück. Na, guck mal. Wenn ich mich nicht vertue, das will ich haben. Den Rest nicht. Warum nehme ich den Stock nicht mit? Der Stock bringt kein Geld. Giftpfeile, Stolperfallen. Wunderbar. Wunderhübsch. So. Wusste ich es doch, dass hier noch... Sieht doch aus wie ein Gabärenstrauch. Hm. Naja, ich meine, man kann hier den Berg hoch. Ich glaube, ich bin gerade von der falschen Seite gelaufen. Ja, ich bin von der falschen Seite gelaufen. Man muss, glaube ich, von der anderen Seite rum. Sekunde. Jetzt wollte ich eigentlich nur die Stammesgunst holen und habe mich dazu verleiten lassen, einfach weiter zu rennen. War natürlich nicht Sinn der Sache. Ah ja, hier ist es. Das Perlvogelnest. 3 Vogeleier, wunderbar. Aus einem kann man ja natürlich auch was zu essen machen, ne? So ist ja nicht. Wir nehmen alles zu essen mit, was wir bekommen können. So, ich meine, jetzt kann man hier so da vorne links hin. Ha! So, und dann kann man jetzt gleich hier den Berg hoch. Wunderbar. Habe ich nicht vergessen. Habe ich noch im Kopf behalten. Und hier oben gibt es, glaube ich, auch was ganz Besonderes. Oh. War das nochmal? Irgend so ein komischer Dingeldingel. Was ist das? Mais. Es gibt Mais. Ob es auch Popcorn gibt? Zum einen gibt es hier diesen fetten Klops reiche Eisenader. Kriegt man, glaube ich, auch hin und wieder. Genau. Urmalin? Was ist das denn? Naja, egal. Da vorne ist das, was ich einsammeln will. Und dieser kleine Uzi da vorne, die Hyäne, die steht im Weg. Die machen wir dann mal eben weg. So, erstmal fett gegen das Gesicht treten. Und jetzt gibt's aufs Maul. Bam. So einfach geht das. Genau, Fettfahren. Fettfahren ist, glaube ich, ein Ding, was man braucht, um fette Tränke herzustellen. So, kann man hier schon runter? Ja, man kann hier runter. Wunderbar. Jetzt fragen sich vielleicht manche, wo ist der denn überhaupt? Da vorne links müsste Cierzo sein. Da sieht man den Leuchtturm. Der ist immer ein ganz guter Indikator, beziehungsweise ein ganz gutes Zeichen, wo man ist. Es hört sich so nach Krabbeln an hier. Da unten ist nochmal Mais. So. Und jetzt können wir hier runterlaufen, ne? Ohne, dass wir uns wehtun. Genau. Wunderbar. Den Mais, den hole ich wann anders. Wir haben nämlich das, was wir machen wollten für die Folge, schon erlangt. Unsere Stammesgunst. Und ich habe verballert, das Foto unten am Strand zu machen. Aber es ist nicht so schlimm. Weil ich hatte überlegt, dass wir das vielleicht als Thumbnail nehmen. Ich muss mir ja immer während der Folge überlegen, was ich jetzt Thumbnail nehme. Und dann ein bisschen gedanklich vorplanen. Zumindest so, wo ich noch alles kenne, so wo mache ich dann ein Foto. Wir haben es ja auch zum Glück bisher noch alles immer überlebt. Noch nicht gestorben. Bin ich ganz froh drüber. Letzte Folge dachte ich bei dem fetten Troglyten tatsächlich, jetzt wird's knapp. Jetzt könntest du sterben. Aber durchgebissen. Vogelnest. Keine Gegner? Keine Gegner. Na dann. Wir nehmen den Frieden an. Zeig mal kurz, wo man sonst hätte herlaufen können, wenn man jetzt nicht diesen einen Umweg gelaufen wäre, wie ich ihn jetzt gelaufen bin. Seht ihr da unten die Trümmer? Hier vorne rechts ist theoretisch der Weg nach oben. So, und man findet aber auch an dem Weg hier noch diesen hohlen Baumstumpf. Oh, ein Fangrusschwert. Nett. Kann man das hier lesen? Ich dachte gerade, das wäre verschwunden. Ist hier noch was? Nö. Okay, dann können wir jetzt wieder zurück. Fangrusschwert wäre auch eine Überlegung. Damit habe ich immer sehr gerne gespielt. Das ist übrigens das hier. Da braucht man einen Eisenclaymore, 2 Raubtierknochen und ein Leintuch. Dann kriegt man halt ein relativ schnelles Schwert mit viel Wucht. Ne? Guck mal, die Wucht hat 30, Schaden 28, also erstmal nicht so wichtig. Fügt Gegnern Bluten hinzu, das ist geil. Und halt die Angriffsgeschwindigkeit von 1,1. Wenn wir jetzt bei uns gucken auf die Waffe, die hat eine Angriffsgeschwindigkeit von 1, hat nur Schaden 10, das ist sehr schlecht und nur eine 9er Wucht. Deswegen, also ich bin sehr stark verleitet dazu, dass wir vielleicht das Fangrusschwert jetzt einfach herstellen. Da bräuchten wir aber ein Eisen-Zweihandschwert oder ein Eisen-Claymore. Wo kriegen wir denn wohl einen her? Da müsste ich Banditen angreifen, die eins haben. Oder eins kaufen. Aber ich kaufe nur sehr ungern solche Sachen, weil es die hier halt überall auch in Hauf zu finden gibt bei Banditen. Wenn man Banditen halt angreift und besiegt. So, hier geht's gleich wieder nach Cierzo, doch vorher machen wir hier so einen kleinen Abschlenker. Meine Vermutung, mal kurz, einmal, seht ihr diese Schmetterlinge hier? Es gibt ein paar Stellen, wo diese Schmetterlinge sind. Meiner Vermutung, muss man jetzt nicht sagen, ob ich richtig liege oder falsch, sind diese Schmetterlinge Plätze, die gezeigt werden, wo ein fahrender Händler auftauchen kann. Denn ich habe bei vielen solcher Plätze, wo diese Schmetterlinge sind, in meiner verlaufenden Spielzeit von, in Outward, immer mal wieder einen fahrenden Händler getroffen. Und auch an keinem anderen Punkt. Deswegen, also. Das ist meine Vermutung, wofür diese Schmetterlinge sind. Die zeigen an, wo ein fahrender Händler sein könnte. Nicht muss, könnte. Ja. Vor allem so ein fahrender Händler kann halt auch sehr gut sein, wenn man mal unterwegs ist und hat einen richtig vollen Beutel, aber man hat noch, man ist noch gut ausgeruht, man hat noch super viel Proviant mit. Ich meine, guck mal, wir haben jetzt auch, wir sind noch sehr gut ausgeruht. Wir könnten jetzt noch ohne Probleme erkunden, aber wir haben schon 17 Uhr. Es wird irgendwann spät und dann wird es auch kalt und dann könnte das gefährlich werden. Und draußen übernachten ist immer gefährlich, weil wenn wir schlafen in einem Zelt, was wir jetzt gerade noch nicht mal mithaben, dann könnten wir überfallen werden. Aber bevor wir jetzt ins Dorf zurückgehen, nutzen wir noch ein bisschen den Tag aus. Vielleicht gibt es ja hier... Guck mal, hier sind nochmal so Schmetterlinge. Aber hier habe ich tatsächlich den Händler noch nie getroffen. Hier wird es doch bestimmt noch irgendwo Gegner geben oder irgendwelche Sachen. Da, guck mal, gar Bären. Und ein Perlvogel läuft da lang. Da vorne. Gibt es hier denn keine Banditen? Nur einmal ganz am Anfang welche getroffen. Oh, diese Sonnenstrahlen. Bisschen Salz, ja. Nehmen wir mit. Der Vogel will aufs Maul. LOL. Nicht schlecht. Herr Specht. Da sind noch Gabären. Was steht hier auf dem Schild? Südosten Konfluxgebirge, das sehen wir. Das brauchen wir nicht. So, einmal mitnehmen. Ist das da vorne wieder Mais? Nein, das ist irgendein Farn. Okay. Ich glaube, da vorne ist noch ein hohler Baumstumpf. Und ein Perlvogel. Nett. Ja, dann gehen wir doch noch den einen Perlvogel gleich machen. Oh, mich juckt's. Mich juckt's. Verdammt! Oh. Oh. Jetzt wird es so langsam dunkel. Machen wir den Perlvogel noch? Mal schauen. Ohne Plünderermaske. Und ein zweiter Wasserschlauch. Wie viel hat die Plünderermaske? Die hat 4, 10 und 5. Der hat 4, 2 und 5. Dann nehmen wir die Plünderermaske. Naja, sieht jetzt nicht so gut aus, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Und ein Bandit. Den werden wir uns gleich schnappen. Aber erstmal kümmern wir uns um den Perlvogel. Komm her, du Penner. Fertig gemacht. Hab ich ihn. So. Oh, der Bandit trägt aber entweder eine Machete oder ein Einhandschwert. Rucksackübergewicht. Ui. Dann nehmen wir einfach mal einen von denen hier rüber. Und dann passt das wieder. So, Sekunde. Einen davon benutzen wir. Und dann essen wir auch noch den... Den hier. Und einen Schluck aus der Wasserpulle. So. Box ihn kaputt! Oh, eine Plündererrüstung. Nett. So, jetzt haben wir aber maximal Rucksack Übergewicht. Dann machen wir nochmal hier einen darüber schieben. Oh, haben wir auch Übergewicht. Dann machen wir es so. Die sind sowieso fast kaputt. Jetzt ist der Rucksack voll genug, es ist spät genug, dann können wir uns zurück nach Cierzo machen. Boah! Alter, guckt euch die Armröte an. Geil! Da soll mir mal einer sagen, dass... Oh. Und es kennen so viele nicht, dieses Spiel. So viele kennen es nicht. Wenn ich Leute frage, kennst du Outward? Nein. Ich frage mich, warum? Guck dir mal das an. So ein Anblick alleine ist doch schon Zucker. Hm. So, jetzt machen wir uns zurück nach Cierzo. Wir kaufen unten, wenn der Händler noch da ist, unseren Kram. Und da wir eine Stammeskunst haben, können wir direkt Risa Bescheid sagen. Ey, wir haben Michael geholfen. Jetzt, ist Feierabend. Keiner kann uns unseren Leuchtturm wegnehmen. Ja, ja, ja. Ich glaube, wir haben auch noch eine komplett heile Harpune und eine komplett heile Spitzhacke. Das heißt, ich werde jetzt gleich hier unten meine Harpune und Spitzhacke verkaufen. Da muss ich die nämlich nicht reparieren. So, warte mal. Mal gucken, wie viel hat denn die? Die ist schon halb kaputt und die ist auch schon halb kaputt. Und ich meine, ich habe oben noch einen Satz von denen da. Moin. Was kann ich für dich tun? Kaufen. Was hat der für Waffen? Naja. Naja. 2 bringt das, okay. Die Stammesgunst könnte man auch für 45 verkaufen, interessant. Das gibt 5, das gibt 6. Nee. Weg damit. Alles weg. Und das hier ist ein mittelgroßer Edelstein. Turmalin. Fand ich noch nicht. Davon weiß ich nicht, wie viel ich halt. 49. Okay, dann machen wir das mal. Nett. So. Beutelübergewicht ist nicht mehr vorhanden. Das heißt, wir können hier ordentlich rumsprinten. Gehen wir als allererstes mal hoch zur Kammerlady Aberdeen und bringen ihr die Stammesgunst. Risa! We have what you want. Die wird doch hier sein, ne? Ich meine, die sitzt hier auf dem Thron. Da ist sie. Moin. Sei gegrüßt. Wie gehen deine Bemühungen voran? Kannst du mir vielleicht weiterhelfen? Ich habe Fragen. Nein, ich habe über den Blut. Da möchten wir reden. Kannst du deine Schuld begleichen? Zeig her. Ich habe eine Stammesgunst. Und sogar pünktlich. Ich bin beeindruckt. Mhm. Du hast dich als wunderbare Bereicherung für unseren Stamm erwiesen. Auf einmal. Auf einmal. Ich habe Kohlen gebracht, beziehungsweise ich habe wahrscheinlich, sind die Schulden jetzt, müssen von jemand anderem bezahlt werden. Oder was auch immer. Und jetzt bin ich auf einmal Good Boy. Hm. Gut gemacht. Cierzo dankt dir für deine große Tat. Damit ist diese Zahlung abgeschlossen. Oliel und Isan verlassen Cierzo. Solltest du wissen, genau, die verlassen. Ich sollte vorher noch mit denen sprechen. Was soll das heißen? Sie verlassen Cierzo. Was ist passiert? Oliel verlässt uns, um sich der heiligen Mission von Elad anzuschließen. Mhm. Gut, es ist an der Zeit, dass du sie loslässt. Schade, sie wird mir fehlen. Weiß es nicht. Also ich sag mal, schade, sie wird mir fehlen. Uns allen. Ob du Soliel noch zum Bleiben überreden könntest? Sie ist meine einzige Tochter und soll einst, wenn unsere Ahnen mich zu sich rufen, unseren Clan übernehmen. Nein, ich denke, du wirst sie nicht davon abbringen können. Ihre Entscheidung steht fest. Und Isan, warum geht er? Er kann doch unmöglich bereit für eine neue Expedition sein. Auf seine Blutlinie wurde ein Blutpreis ausgesetzt. Weißt du, Kergo, die Sache mit dem Schiff, dass so viele unserer Leute mit in den Tod gerissen und dich beinahe das Leben gekostet hat, das war die Schuld von Isans Bruder. Auf seine Blut... Alter, sein Bruder hat verballert und deswegen kriegt er auch eine Schuld aufgelegt? Das ist doch scheiße. Ach, Roland, warum wundert mich das nicht? Was? Wieso? Kannst du dir... Wie kannst du dir da so sicher sein? Genau. Roland ist im Dienst eingeschlafen. Oh. So ein Idiot. Das hat er mir gegenüber selbst eingeräumt. Mhm. Wie kannst du es wagen? Roland akzeptiert die Konsequenz seines Tuns. Isan nicht. Er zieht das Exil Cierzo vor, anstatt das Richtige zu tun und den Blutpreis auf sich zu nehmen. Also eine für ihn gute Entscheidung. 2 Freunde an einem Tag. Das ist nicht gerecht. Ich verstehe Herr Roland bestimmt. Genau, ich raff nicht. Warum muss denn der andere auch hier das abbekommen? Das ist doch Friendly Fire. Der Blutpreis muss einer ganzen Blutlinie auferlegt werden. Anderenfalls wäre derjenige, der ihn zu ertragen hat, dazu gezwungen, selbstsüchtig zu handeln, anstatt den Stamm die Schuld zurückzuzahlen. Gegen eine ganze Linie kann er so lange wie nötig aufrechterhalten werden. Gegen einen Einzelnen würde er nur für Blutvergießen sorgen. Oh, ja. Das macht theoretisch Sinn, ja. Der Blutpreis ist keine Bestrafung. Eine Wiedergutmachung für erlittenes Unrecht. Er sorgt ganz ohne Gewaltanwendung für eine gerechte Entschädigung. Ohne ihn würden wir vor Rachsucht und Familienfäden im Chaos versinken. Ah, macht auch Sinn, ja. Komm zurück, wenn du dich von ihnen verabschiedet hast. Dann besprechen wir deine Zukunft hier in Cierzo. Jetzt, wo du dich in der Welt da draußen behaupten kannst. Ja, wir kommen schon ganz gut zurecht, ne? Okay, also Isan und Risa hauen ab. Nicht Risa, Oliel hauen ab. Bei Isan konnte man es jetzt nicht unbedingt erahnen, aber bei Oliel, die hat ja schon gesagt, die will weg. Ist ein bisschen dunkel, ne? Egal, wir gehen trotzdem runter. Oh, warte, ich habe was vergessen. Kunde. Was vergessen, sorry, ich muss nochmal zurückgehen. Und zwar, ich hätte mir überlegt, dass das Thumbnail wird. So, Sekunde. Wie machen wir das denn? So. Wollen wir noch den HUD ausstellen? Nee, warte. So. Genau. Dann haben wir das auch schon erledigt und können jetzt weitermachen. Anwenden. Und wir sprechen dann einfach jetzt bei Nacht mal erstmal mit Oliel. Und mit Isan. Kann man hier runterspringen? Sieht sehr tief aus. Ich mach das mal nicht. Hier sieht es schon besser aus. Da hat er sich einen Knöchel verstaucht, glaube ich. Hm, was war denn das? Ach, Holz. Okay. Holz brauchen wir nicht. So, Oliel ist immer hier. Genau. Ihrem awesome Leuchteschwert. Schätze, jetzt heißt es Lebewohl. Ich gehe, um mich der heiligen Mission anzuschließen. Und ich schaue nicht zurück. Du wirkst so mürrisch. Ja. Mutter und ich hatten ein Gespräch. Und nichts von dem, was ich gehört habe, hat mir gefallen. Risa hat ein paar Dinge getan, mit denen ich nicht einverstanden bin. Ich kann nicht darüber sprechen. Sie möchte, dass ich in ihre Fußstapfen trete, aber ich kann das einfach nicht. Ich habe schon nicht den Wunsch, Kammerlady zu werden. Okay. Und was sie mir erzählt hat, ich weigere mich, ein Teil davon zu sein. Oh. Na schön, hör zu. Wir werden uns vermutlich nicht wiedersehen, Kergo. Es sei denn natürlich, du möchtest dich mir anschließen. Jemanden an meiner Seite zu haben, dem ich vertraue, wäre ein beruhigendes Gefühl. Um mein Leben zu verbringen, Elad zu dienen, nein, danke. Ich denke drüber nach. Mal über das da. Das hört sich schon besser an. Wäre schön, dich bei mir zu haben. Die heilige Mission ist mehr, als nur unter einem manifestierten Gott zu dienen. Mehr als nur für einen Gott oder gegen die Plage zu wirken. Es geht auch darum, anderen zu helfen, unabhängig von Stamm oder Familie. Übe dich in Selbstdisziplin und Beherrschung. So, erstens beschütze diejenigen, die in Not sind. Zweitens übe dich in Selbstdisziplin und Beherrschung. Und drittens sei immer darauf bedacht, besser zu werden, damit du anderen noch mehr helfen kannst. Ebenso besser zu werden und einander zu helfen. Das sind Werte, für die es sich zu leben lohnt. Ich frage mich... Außerdem, wenn du dich der heiligen Mission anschließt und deine Blutlinie aufgibst, würden auch die Zahlungen für deinen Blutpreis entfallen. Es wäre der sprichwörtliche reine Tisch. Wenn du dich uns anschließen willst, such mich in Monsun, in den heiligen Sümpfen auf. Den Weg, den du Richtung Sümpfe nehmen musst, findest du im Osten der Halbinsel. Wenn du die Sümpfe erreichst, folge dem Pilgerweg. Der Spur der Sonnensäulen in Richtung des Lichtstrahls, der über Monsun scheint. Okay. Ja, und was ist mit Isan? Ah, er steht noch am Schiff. Wunderbar, wunderbar. Komm her. Wir müssen reden. Was ist denn das? Okay, ich kann da nicht hinlaufen. Es leuchtet so hell. Du hast wohl schon davon gehört. Willst du deinen alten Freund verabschieden? Mir gehört ein kleines Fischerboot. Und bei Elad. Ich werde mich damit absetzen. Ins heldenhafte Königreich Levant. Und nie wieder einen Fuß in dieser Stadt setzen. Das heldenhafte Königreich glaubt an den Fortschritt für eine bessere Welt. Also konzentriere dich nicht nur auf bloße Überleben, man glaubt daran, dass der Fortschritt eine Gesellschaft nur noch besser macht. Hör mal. Es ist ein Ort, an dem man tun kann, wozu man auserkoren ist, ohne Rechenschaft gegenüber unterdrückerischen Stammesgesetzen und den Untaten der eigenen Vorfahren ablegen zu müssen. Erfolg oder Scheitern hängt ganz allein von einem selbst ab. Warum so weit weg? Du hast eine Verpflichtung dem Stamm gegenüber, du kannst ihn nicht einfach im Stich lassen. Verstehe ich. Geh und verfolge deinen ganz eigenen Traum. Warum so weit weg? In Levant glaubt man daran, dass jeder eine Chance bei dem verdient, was er am besten kann. Außerdem gibt es dort keine rückwärtsgewandten Stammesgesetze. Es ist der vernünftigste Ort für einen Neuanfang. Und ehrlich gesagt, je weiter ich von meinem Bruder, dem Dummkopf und dieser Tyrannin Risa weg bin, desto besser. Kann ich nachts schlafen. Da nehme ich an, dass du deinem Bruder verziehen... Warte mal, da nehme ich nicht an, dass du deinem Bruder verzeihen wirst. Und wie willst du es nach Levant schaffen? Das Meer ist nur ein kleiner Teil der Strecke. Immerhin liegt es mitten in der Wüste. Ja? Wir fahren so weit wie möglich übers Meer. Dann geht's zu Fuß weiter durch die Abrassa-Wüste. Wir werden das Wasser unterwegs halt rationieren müssen. Wenn ich es mir leisten könnte, hätte ich Tränke gegen Hitze gekauft. Aber wir müssen unser Glück ohne sie versuchen. Nimmst du mich mit? Ich will auch von hier weg. Du wirst mir fehlen. Nee, oh, weg wollen wir aber nicht sofort. Also wünsch dir viel Rückenwind. Mir auch, mein Freund. Ich hoffe, wir werden uns unter besseren Umständen wiedersehen. Ich wünsche dir viel Rückenwind. Wenn du vorhast, den Weg nach Levant vollständig zu Fuß zurückzulegen, mach dich auf eine lange, lange Reise gefasst. Okay, also du musst die Halbinsel Richtung Südosten verlassen. Im Osten den gesamten Enmark-Wald durchqueren und dann schließlich im Süden durch die Abrassa-Wüste gehen. Wenn du den Mut hast, dich der Abrassa-Wüste zu stellen, werde ich auf dich warten. Okay. Und der nächste ist weg. So, mal gucken, ob Roland noch am Schiff ist, wo er ja auch vor dem Unglück zu finden war. Und dann könnten wir, glaube ich, jetzt bald mal auch ins Bett, ne? Ist schon dunkel, ein bisschen, Leben und Ausdauer sind schon wieder die maximale gesenkt. Ist das Roland? Ja. Das ist schrecklich. Du weißt es also, ja, das Schiffsunglück war meine Schuld. Es ist meine Schuld, dass auf Isan ein Blutpreis liegt. Und es ist meine Schuld, dass deine Investition in die Hose ging. Weil ich ein unvorsichtiger Dummkopf war. Ich weiß nicht einmal, wie Risa dahinter gekommen ist. Es ist, als hätte so eine Art sechsten Sinn. Ich glaube, als hätte sie eine Art sechsten Sinn. Zumindest hast du deinen Blutpreis verdient, ich nicht. Geh an die Arbeit und zahl ihn zurück. Erfülle deine Pflichten dem Stamm gegenüber. Hör auf zu jammern und werd erwachsen. Yo, wir alle haben unsere Last zu tragen. Das hat Risa auch gesagt. Schätze, so ist unsere Welt nun mal. Den Mund halten, sein eigenes Leben aufgeben und für alle... Digga, du hast... Der hat Scheiße gebaut. Na schön, ich kann es zumindest versuchen. Wie willst du deinem Blutkreis nachkommen? Oh nein, oh nein, oh nein. Ich habe noch nie etwas geschafft. Mir fehlt die Geduld zum Fischen und ich kann nicht mit Stahl umgehen. Bah, vielleicht sollte ich versuchen, Vielleicht sollte ich versuchen, in der Außenwelt mein Glück zu versuchen? Achso, ja, okay, das macht Sinn. Du in der Außenwelt, du würdest nicht einen Tag überleben. Gute Einstellung, entweder klappt es oder es kostet dich das Leben. Schon ziemlich eiskalt, aber es ist eigentlich realistisch, ne? Vielleicht sollte ich vorher Eto aufsuchen, damit er mir zunächst ein paar Kampftechniken beibringt. Ich möchte nicht als Abendessen von Hyänen oder Troglyten enden. Hey, hör mal. Warte einen Moment. Es ist nicht viel, aber es sollte ein wenig helfen. Ich werde versuchen, alles wieder gut zu machen, Kergo. Versprochen. Oh, 2 Tränke. Nein. Oh, ein Gegengift. Und ein Fluchreiniger. Nicht schlecht. Das kann er häufiger machen. Also in Sachen schenken. Nicht seine Pflicht vernachlässigen. So, es gibt also 3 Wege, die wir wahrscheinlich einschlagen. Ne, 2? 2? Wahrscheinlich 3 Wege. Jetzt aber erstmal, man sieht hier absolut gar nichts gerade. Jetzt erstmal zurück in meine Hütte. Völlig am Hängen, ey. Völlig am Hängen. So, packen wir mal eben weg. Das da. Fleischeintopf. Hiervon brauche ich nicht so viele. 6 können weg. Ja, 2 reichen davon auch aus. So, das weg, das weg. Das. Packen erstmal alles weg. Kann man nicht, genau. Mit Leertaste kann man die ganz schnell wegpacken, die Sachen. So, Stammesgunst ist abgegeben. Und wie viel Silber haben wir jetzt? 192 Silber und ganz viel Kram, den man... Guck mal, wir können zum Beispiel noch das hier verkaufen, die hier wahrscheinlich verkaufen, das. Teile geben, soweit ich weiß, kein Geld. Die will ich behalten erstmal. Die kann man noch verkaufen. Das kann man auffüllen unten. Den aber auch. Gern. Okay, dann kommen wir nämlich noch an mehr Salz. Alles klar. Dann gehen wir jetzt erstmal ohne schlafen. Ui, ist das dunkel hier oben. So. Wir reparieren mal 2-mal und schlafen 3-mal. Also 3 Stunden schlafen, 2 Stunden reparieren. Müsste ja an der Rüstung jetzt auch ein bisschen was kaputt sein. Laden. Denken wir dem jetzt das ganze Silber runter. Wir brauchen es ja jetzt gerade nicht mehr. Und investieren es voll in unsere Ausrüstung und in Rezepte. Jetzt, oh, 47 Minuten. Okay, das machen wir dann jetzt doch nicht mehr. Dann geht's nächste Folge hier weiter. Und ich hoffe, das Projekt Outward gefällt euch. Ich setze mir jetzt erstmal ein Skyrim für morgen. Hauen Sie rein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.